Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und im Spiel Hearthstone. Ich habe heute meine letzte Prüfung geschrieben und habe jetzt endlich Semesterferien und ein bisschen mehr Zeit. Wobei ich jetzt 2 Monate Praktikum in der Ukraine mache. Aber ich werde meinen Laptop mitnehmen, damit ich für euch auch weiter ein paar Videos produzieren kann. Ja, diesmal kein Kartenchaos, denn ich konnte leider keins machen. Obwohl ich diese Woche noch nicht gemacht habe. Es gibt scheinbar eine Zeit, wann man kann und wann man nicht kann. Jetzt muss ich wieder 4 Stunden warten, bis dann das nächste da ist, weil heute wohl der Tag der Umstellung halt ist. Ja. Deswegen spiele ich jetzt ein normales, gewertetes Spiel, nicht Arena. Da ich das im letzten Monat leider nicht gemacht habe und meinen Rang verloren habe. Hallo. Na? Der Gegner ist nicht da? Doch. Ich dachte schon. Was ihr wolle! Ich könnte Glück haben. Könnte aber auch Pech haben. Du nicht meine Kerze. Der wird ja vermutlich nicht mein Monster angreifen. Ich hoffe es zumindest. Dass er mir direkten Schaden verursacht. So, wenn ich den spiele, kostet alles eins weniger. Dann habe ich noch ein Mana. Ja, das mache ich. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Das hat sich doch gelohnt. Legt euch nicht mit Zahner an. Nächste Runde spiele ich am besten erstmal duplizieren, damit ich meine Tante wieder kriege, falls sie getötet. Und die Chance ist hoch. Tödlich sein? Dann dauert es länger, bis er sie umbringt. Meins! Ja, ich provoziere einfach mal. Aber das aktiviert sich auch nur, wenn ich... wenn eins meiner stirbt. Nicht an. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tja. 7 Schaden. Das lohnt nicht bei so wenig Leuten. Ich? Dann ist er fast tot. Das hebe ich mir aber mal auf. Klar, in der Hinterhand ist sowas immer ganz cool, weil der Gegner dann nicht damit rechnet. Das Dingo! Ja! Entspottung. Tu es! Wobei, wenn er es nicht macht, kann ich das nächste Runde auch spielen. Ich frage mich. Er geht aber auch ganz schön aggressiv vor.
4 Schaden. Schade, kann ich nicht spielen. Ich frage mich, ob... 5, dann stirbt der. Der ist eingefroren, aber angreifen kriege ich nicht hin. Wenn ich so mache, das nützt auch nichts. Die Tore sind geöffnet. Oh nein. Das ist nicht schlimm, jetzt habe ich ja einen Mana mehr. Haha, geil. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Magierischer Mane, passt. Da kann ich ja gleich weiterspielen mit dem. Wenigstens so die Daily Quest mal machen. Ich habe nämlich vom Schwarzfels noch nicht alles offen. Und das nächste Atom kommt ja jetzt auch bald. Beziehungsweise das nächste Kartenset. Jaina gegen Thrall! Checky, die Art. Eure Zeit ist gekommen! Ihr habt es so gemacht. Die sind ja zu teuer für den Anfang. Das könnte lustig werden. Hallo. Grüße. So, nächste Runde habe ich 2 Mana. Den nehme ich schon spielen. Ich hoffe, es klappt. Sehr gut. Zauberschaden. Gehe ich auf Nummer sicher? Ich? Ach egal, ich habe eine Absicherung da. Da überlegt er nämlich, ob man umbringt wahrscheinlich. Noch ein Tod. Das war eine gute Kombo. Aber damit kann ich ja auch Schaden machen. No! Das war das Einzige, wogegen ich nicht gewehrt bin mit der Taste. Mit dem Zauber. Achso, er wollte den Spot geben. Danke. Danke. Ich habe Angst, dass ich gleich die Kröte hier ein paar Mal kriege. Thank you.
Das wollte ich nämlich nicht. Geht hinter mir in Deckung. Einmal muss auf jeden Fall springen. So. 3 Schaden. 4 Schaden. Hier dann. Fügt ihnen einen Schaden zu. Geht hinter mir in Deckung. Nochmal. Danke. Soweit, so gut. Ich rufe den legendären Diener herbei. Und Spott. Gut gespielt. Ich muss ihn also angreifen. Was mache ich da? Tod kriegen wäre kein Problem. Ich bin ein Meister der Magie. Auch nach der. Feind 8 Schaden zu. Scheiße. Ah, dann mache ich mal lieber so, damit ich einen zufälligen Dings mehr habe. Das Dingo! Ja, das ist zu. Das ist kacke, mach ich Potter. Das ist kacke. Ich hoffe, der stirbt nicht. Fuck. Vor allem angreifen kann er ja trotzdem auch noch. Für Nasjata! Da war auch echt Glück gehabt mit dem Fuß. Vor allem ist die Chance hoch, dass er einen von meinem anderen eigentlich tötet. Wie mache ich es? 3 Schaden. Tja, auf ihn oder auf ihn? Auch auf ihn ja eigentlich nicht gehen, weil er nicht angreifen kann, aber... Der Effekt ist natürlich tödlich genug. Hat jemand den Arzt gerufen? No. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern! Das muss weg. Ah, fuck. Gut gespielt. Scheiße. Jetzt kriege ich das blöde Ding noch. Wobei es hat Spott. Also nicht ganz verschwendet. Aber einen der anderen zu kriegen wäre geiler gewesen. Ich muss das Teil angreifen. Gut gespielt. Das Tote muss weg. Hört
zittert vor der Macht Sturmwind. Aber wenn er schlau gewesen wäre, hätte er es noch da gepackt. Kann er mit dem Totem auch angreifen? Ich sterbe. Alles gerade mit plus 5. Aber das ist auch hilfreich. Aber es schenkt mir im besten Fall nur eine Runde. Kacke, jetzt wird irgendwas geheilt. Am geilsten wäre es, wenn ich wirklich noch die Karte ziehe mit plus 5 Schaden auf alle machen. Und dann würde ich alles zurückkriegen. Ist das halt alle sogar? Bei allen Freunden, Diener. Oh krass. Du nicht nehmen Kerzen! Egal. Verloren! Hat aber Glück gehabt zum Ende hin. Nur wegen dieser einen Karte, ey. Aber ich hätte es nicht angegriffen, hätte ich die 7 schon auf ihn gemacht. Na, ich hatte schon auf 8 runter. Hätte vielleicht klappen können. Schade.